Ich möchte, dass er den Wagen so gründlich auseinandernimmt, als würde er direkt lackiert werden. Also Stoßstangen, Ladeflächen, Scheiben, Türgriffe, Embleme, alles ab. Wir wollen eine nackte Karosserie, aber er soll noch starten können. Auch der Innenraum wird leergeräumt. Ich weiß erst nach dem Gespräch mit der Insiderin, was wir genau mit dem Wagen anstellen. Jemand Kleingeld? All right. Alle Münzen eingesammelt. Ich zahle das Mittagessen. Lunch is on me. Da braucht man Kraft. Ein guter Daddy. Überlebenshandbuch für Väter. Oh, it looks so good. Da steht er. Was ich in der Werkstatt gesehen habe, hat mich umgehauen. Die Ouvertüre zu einem großen Werk. Muss man erst mal verdauen. Klar, bis gestern ist er noch damit rumgefahren, hat die Tochter zur Schule gebracht und so weiter. Er hat viel mitgemacht. Gehen wir ein Stück näher? Ich kann kaum glauben, dass das sein Auto ist. Darin hat er förmlich gelebt. Wir waren damit überall in Kalifornien. Nach der Hochzeit haben wir damit unseren ersten Hund abgeholt. Wow. Echt verrückt. Viele Erinnerungen. Sehr viele. Wie fände er es, wenn er den Wagen so zerlegt sehen würde? Wahrscheinlich wäre es bei ihm noch schlimmer als bei mir. Er wäre mindestens so emotional wie ich und auch so gespannt darauf, was aus dem Auto wird. Und er wäre jedem Einzelnen hier dankbar, der den Wagen anfasst. Das ist alles sehr aufregend. Was stellt er sich vor? Was die Farbe betrifft, er meinte matt-weiß. Den klassischen Look findet er gut. Power mag er natürlich. Viel Wumms, Flammen oder Pinstriping gefallen ihm auch. Welches Auto würde er sich am liebsten kaufen? Ein Porsche. Aber ich kenne mich nicht aus. Gut, hat er was zum Blitzlogo auf dem Kotflügel gesagt? Nein, aber er mag es. Er wird auch Kaizak genannt. Das ist Armenisch für Blitz. Während Chip seine Skizze koloriert, denkt er schon über die nächsten Schritte nach. Er möchte dem modern aussehenden Pickup eine klassischere Aura verleihen, ihn tiefer legen und aggressiver aussehen lassen. Entsprechende neue Felgen sollen diesen Gedanken unterstreichen. Zum Schluss eine neue Lackierung mit einprägsamen Grafiken, die den Lightning noch mehr zum Blitz werden lassen. Der Pickup war nie in einen Unfall verwickelt. Deshalb mussten wir gar nicht am Blech arbeiten. Aber Overhaulen ohne Metallbearbeitung geht nicht. Was macht Chip? Er baut sich was. Als Reminiszenz an die 50er und 60er Jahre rundet Chip einige der harten Kanten ab. Außerdem hatte das Heckfenster eine Plastikfassung. Mit der ist ab sofort Schluss. Das Teil ist kaputt und außerdem finde ich es hässlich. Wir setzen das alte Fenster wieder ein und schweißen es fest. Wir arbeiten mit einem leeren Fahrgestell. Der nächste Schritt ist Motor und Kompressor einbauen. 5,4 Liter mit Kompressor. Einfach beeindruckend. Vahe wird ihn mögen, selbst wenn er im Stau steht. Vahe hat sein Auto wirklich gut gepflegt. Die Karosserie war tadellos und kann deshalb schon lackiert werden. Und dann schneit jemand herein, der sehen möchte, wie wir vorankommen. Da ist er. Das ist eine gute Reaktion. Du hättest ja auch weinen können. Lachen finde ich besser. Das meiste, was du hier von unten siehst, ist entweder neu oder wurde aufgerüstet. Das absolute Highlight ist aber der nagelneue 5,4 Liter Motor. Damit wird er sehr viel Spaß haben. Du bist zwar kein Autofreak, aber findest du, wir kommen voran? Glänzt auf jeden Fall schon mehr als vorher.
Nachdem Chip ein paar Tage Zeit hatte, über den Lightning nachzudenken, sieht er das Design genau vor sich. Die Feuer- und Blitzgrafik kommt weg. Stattdessen gibt es einen schlichten Blitz am unteren Rand. Zu den Fußflashfelgen kommt eine Rundumlackierung in Silber. Armini hat mir gesagt, dass Vahes Spitzname Keizak ist, was ja Blitz bedeutet. Da dachte ich, dass wir das auch draußen dran schreiben. Ich fand den Wagen so cool, als ich Paul Walker darin gesehen habe in The Fast and the Furious. Fandest du das Auto oder den Fahrer gut? Vielleicht beides. Er weint gleich. Wie fühlst du dich? Von der Seite siehst du die speziell für dich angefertigten Felgen. Sie lehnen sich an das Original an, sind aber silber und chrom. So hell wie ein Blitz. Deshalb heißen sie auch so. Da ist dein Spitzname und nicht mehr das Originalemblem. Das haben wir vorn und hinten gemacht. Deine Frau meinte, du stehst auf Grafik? Ja. Deshalb gibt's unten noch den stilisierten Blitz. Ganz schlicht. Zum Heck. Die Tür war vorher sehr rechtwinklig. Wir haben sie aber abgerundet, damit sie besser zur Karosserielinie der Kabine passt. Vorher hattest du eine breite Plastikfassung rund um die Heckscheibe. Wir haben sie durch eine Metalllösung ersetzt. Und im Innenraum gibt es noch ein paar Spielzeuge für dich. Auch der Innenraum von Vahes neuem Auto wurde zurückhaltend gestaltet und bietet jede Menge dezent geschmückte Annehmlichkeiten. Der Motor dagegen ist nicht ganz so dezent. Alles neu. Nice. Motor neu, Kompressor aufgearbeitet und alles Wichtige ausgetauscht. Das Getriebe wurde auch überholt. Du fährst also praktisch ein neues Auto. Lass ihn an! Fire the hole! Yeah. Guter Sound? Oh ja. Yeah. Wie sauber der Motor ist. In den letzten 17 Jahren hatte ich nicht so einen schönen Motor.